Königsdisziplin in Sachen Zukunft. KI, die Erschaffung der künstlichen Intelligenz. Eigentlich geht es ja um die Erschaffung von künstlichem Bewusstsein. Unsere besten Forscher arbeiten dran. Darf ich Ihnen vorstellen, mein Roboter Toby. Ja, ich weiß, der sieht ein bisschen mickrig aus, aber für mehr hat mein Budget nicht gereicht. 3D gedruckt sei natürlich schon klasse weiter. Aber der ist gar nicht so doof. So, Toby, jetzt mach mal was. Hey, jetzt mach mit. Hey. Sag mal, Toby, kannst du vielleicht auch Frühstück ans Bett servieren? Hm? Ja, könnte ich schon. Wenn du in der Lage wärst, es mir zu programmieren. Leider sind wir Roboter immer nur so intelligent wie ihre Programmierer. Und in deinem Fall muss ich sagen, tragisch für mich. Ich freue mich jetzt schon auf den Tag, in dem ich endlich meinen ersten Quantenprozessor bekomme. Gutes Stichwort. Gerade gelangen ja große Durchbrüche auf dem Gebiet der Quantencomputer. Quantencomputer sind Computer, die ganz anders funktionieren als unsere herkömmlichen binären Computer. Die kannten ja nur 0 und 1, ja oder nein. Aber so ist das Leben eben nicht. Das Leben ist lieber ungefähr, irgendwo zwischen 0 und 1, ja oder nein. Rätselhaft, widersprüchlich, komplex, geheimnisvoll. Im Grunde wie eine Frau. Ja, man könnte eigentlich sagen, ein Quantencomputer ist eigentlich eine Quantencomputerin. Ja, eine Roboteuse.